Im Rahmen ihrer Sommerreise unter dem Motto Wirtschaft, Ausbildung, Leben, Perspektive Rheinland-Pfalz besucht die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Eveline Lemke mehrere Unternehmen und Einrichtungen der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Erstes Ziel der fünftägigen Reise war die Handwerkskammer Koblenz, wo sich die Politikerin mit Bildungsexperten, Ausbildungsberatern, Auszubildenden, Gesellen und angehenden Meistern austauschte. Schwerpunktthemen waren die Ausbildungs- und Fachkräftesituation, die duale Ausbildung und Projekte der Nachwuchssicherung. Im Bauzentrum der Handwerkskammer erhielt Eveline Lemke Informationen aus erster Hand und verschaffte sich zunächst einen Gesamtüberblick zur Nachwuchssituation im Handwerk, wie auch zur Umsetzung der dualen Berufsausbildung vor Ort. Dabei lobte Eveline Lemke das duale Ausbildungssystem als Grundlage für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit, das sich inzwischen auch im internationalen Maßstab durchgesetzt hat. Hier wird eine ganz super wichtige Arbeit gemacht. Zur Fachkräftesicherung gehört die Ausbildung dazu. Und wir sind ja weltweit bekannt für das duale Ausbildungssystem. Und da sehen wir hier ja, wie ein Baustein funktioniert. Insofern habe ich mal ordentlich Journalisten im Gepäck, weil wir dieses Thema richtig hoch auf die Agenda setzen wollen. Wir wollen Eltern Orientierungshilfe sein, wenn ihre Jugendlichen oder Kinder sich überlegen, was wollen sie denn werden. Und wir wollen ganz bewusst werben für die Lehre, für ganz viele Berufsbilder. Das heißt, die nächste Woche, die nächsten zwei Wochen stehen für mich im Mittelpunkt dieser Arbeit. Ganz klar zu sagen, Karriere mit Lehre ist möglich. Ihr könnt alle möglichen Berufe ergreifen. Und vor allen Dingen gibt es tolle Ausbildungsbetriebe und das Handwerk natürlich. Und die Kammern kümmern sich auch um die duale Ausbildung. Und das hat Qualität. Und damit kann man sich in der Welt positionieren. Das haben wir gemacht. Deswegen kommen alle zu uns und gucken sich an, wie es geht. Dem Einblick in praktische Abläufe und hinter die Kulissen der Unternehmen kommt im Rahmen der Sommerreise eine besondere Bedeutung zu. Und so erklärt die Ministerin, warum Politik auch ein Handwerk ist und Praxisnähe so wichtig, die sie in den Aus- und Weiterbildungsstätten der Handwerkskammer findet. Mir geht es genauso wie im Handwerker. Politik ist auch ein Handwerk. Ich muss das einfach mal selber auch sehen, anfassen können. Ich muss mit den Menschen in Kontakt kommen, die diese Berufe ausüben. Dann verhaftet das bei mir auch anders. Und dann denke ich diese Dinge natürlich politisch auch nochmal anders durch. Deswegen sind diese kompakten Formate wie jetzt, wo ich 18 Firmen in einer Woche besuche zu einem bestimmten Thema, total wertvoll. Aus ihren Gesprächen mit angehenden Meistern im Tischlerhandwerk nahm die Ministerin auch mit, wie die Lebens- und Berufsplanung der Handwerker in diesem wichtigen Entwicklungsstadium aussieht. Dabei wurde auch klar, die Hartnäckigkeit des deutschen Handwerks und seiner politischen Partner bei der Überarbeitung der EU-Richtlinien zur Anerkennung von Berufsabschlüssen war richtig und wichtig. Denn gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz mit seiner mittelständischen Prägung sind Berufsabschlüsse und damit verbundene Möglichkeiten im Unternehmertum Grundlage des Wirtschaftserfolges. Der Meister ist ja jetzt dem Bachelor gleichgestellt. Das ist die europäische Anerkennung dafür, dass hier eine breite Ausbildungsstruktur stattfindet, ohne dass man auf die Uni gehen muss, aber quasi einen universitären Abschluss dann auch hat. Und das sagt was über die Menschen aus und natürlich über unsere Wirtschaftsfähigkeit. Wenn man sich mal überlegt, in Rheinland-Pfalz sind die meisten Chefs und Chefinnen ohne akademischen Abschluss. Und sie kommen aus der Lehre und haben trotzdem Karriere gemacht und sichern diese unheimlich starke Wirtschaftskraft, die wir im Land haben. Also es geht auch ohne nur akademische Ausbildung. Wir brauchen beides. Beides hat seinen Platz, beides braucht seine Anerkennung. Und für die Zukunft wollen wir eben, weil wir uns Sorgen machen, dass wir nicht genug junge Leute finden, die im Handwerk zum Beispiel glücklich werden wollen, explizit dafür werben. Beim Weg durch die Ausbildungswerkstätten standen Maurer und Betonbauer, Zimmerer und Tischler Rede und Antwort. Dabei ging es auch um die technologischen Veränderungen im Handwerk, die geprägt sind von computergesteuerten Anlagen und hochmodernen Baumaschinen. Aber auch Projekte wie Handwerk integriert Migranten oder ganz aktuell das Ausbildungsprogramm Spanien wurden vorgestellt. Gerade die in wenigen Wochen startende Ausbildung spanischer Jugendliche in den Handwerksbetrieben der Region findet international und national ein starkes Echo. Denn die HWK Koblenz bereitet hier seit über einem Jahr ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt vor. Ein erfolgreicher Auftakt zu einer Sommerreise, die Eveline Lemke in 18 Betriebe und Einrichtungen bringen wird. Darunter viele des Handwerks. So, tschüss! Erfolgreiche Ausbildungsarbeit und handwerkliche Spitzenleistungen im Tischlerhandwerk sind auch hier fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie.
Bei den Holzwürmern aus Dernau im Kreis Ahrweiler greift man dabei auch auf das Know-how der Handwerkskammer zurück. Die Schreinerei wird unterstützt durch das Projekt Handwerk innovativ und zukunftsfähig, mit dem Handwerksunternehmen unter anderem bei der Umsetzung von Ideen und der Einführung technologischer Neuerungen in ihrem Betrieb unterstützt werden. Wir sind die Schreinerei Rönnefahrt aus Dernau, auch genannt die Holzwürmer, unter dem Begriff sind wir mehr bekannt. Der Name ist einfach mal uns angedichtet worden und haben wir übernommen, auch mit dem Logo, mit dem Holzwurm, mit dem Grün. Das kam so mit der Zeit. Wir haben uns mittlerweile darauf spezialisiert, kann man fast sagen, auf den reinen Möbelbau und den Küchenbau. Das ist ein sehr starkes Thema, was das letzte Jahr dazugekommen ist, wo die Leute einfach gesagt haben, ach ja, ich kann auch zum Schreiner gehen, die Küche bauen, ist preislich wirklich zu vergleichen. Die Schreinerei Rönnefahrt verwendet für die Fertigung neben den traditionellen Fertigungsmethoden im Meister-Eder-Prinzip vor allem hochmoderne Technik. Die technische Aufrüstung wurde dringend notwendig, denn mit technologischem Fortschritt haben sich auch die Anforderungen der Kunden verändert, sind die Wünsche nach individueller Fertigung und dem Besonderen stark gestiegen. So geht es heute nicht mehr nur darum, beispielsweise eine Nut ins Holz zu fräsen, sondern mitunter auch um ganze Schriftzüge und Logos, die in das Holz eingearbeitet werden. Der Kunde liefert Datensätze, die anschließend umgewandelt und an die Maschine geschickt werden müssen. Nicht immer jedoch gestaltet sich diese Arbeit so einfach, wie sie zunächst klingt. Stimmen die gelieferten Daten doch meist nicht mit dem jeweils verwendeten System der Unternehmen überein. Bei dem Thema kommt auch dann die Handwerkskammer mit ins Spiel, wo wir dann einfach die Zusammenarbeit oder sagen wir so, wir gemerkt haben, ein Defizit hatten, die Maschinenbedienung. Die Sachen, die Anforderungen sind immer größer geworden, die waren zu bewerkstelligen, was kein Thema war. Allerdings haben wir Probleme gehabt, Dateien oder Datensätze, so nenne ich sie jetzt mal, gibt es bestimmt andere Worte dafür, umzusetzen. Und da kam der Kontakt mit der Handwerkskammer, das war einfach Zufall. Wir waren wirklich in der Problemphase drin. Da kam die Handwerkskammer auf uns zu, hat uns eine Sache angeboten, was wir machen können, was wir wirklich dankend angenommen haben. Meine Aufgabe ist, Firmen zu beraten. Und es geht dabei hauptsächlich um die Umsetzung von digitalen Daten und um die Problemlösung. Das heißt, die Firmen wenden sich an und sagen, wir haben einen Betrieb, wir haben moderne, innovative Ideen. Wir wissen nicht, wie wir das Ganze umsetzen können und welchen Weg wir da gehen sollen. Das heißt, dann fahre ich in die Firmen raus, sehe mir an, was die Firmen für Maschinen haben, was sie für Werkzeuge haben, was sie für Software haben. Frage sie, was sie denn in Zukunft vorhaben, welche Ideen sie umsetzen müssten, wo sie noch Probleme sehen. Und dann entwickeln wir eine Strategie zusammen, diesen Weg zu gehen, mithilfe von Schulungen, Entwicklungen und Hilfe per Telefon und vor Ort. Im konkreten Fall konnte die Handwerkskammer Koblenz bei der Umsetzung von digitalen Daten helfen und dem noch jungen Unternehmen Hilfestellung bei der Nutzung modernster CNC-Technik bieten. Vor deren Nutzung jedoch zunächst keine technische Frage, sondern vor allem eine unternehmerische Entscheidung stand. Wir haben viele Themen, wie wir an die Sache CNC-Bearbeitungsmaschinen rangegangen sind. Die ersten Aussagen, die da getroffen worden sind, ach, so eine Maschine muss 24 Stunden Schichtbetrieb laufen, dass sie sich bezahlt. Nein, genau das ist der falsche Weg. Die Innovation, das Verschiedene, was wir damit machen können, dafür, dass wir alles annehmen können und auch das, was wirklich nicht, normalerweise nicht geht im Handbetrieb, können wir damit umsetzen. Ideen und Mut zu Investitionen zeichnen zahlreiche Handwerksunternehmen aus, die sich an die Handwerkskammer Koblenz wenden können, um von deren Beratungsangebot zu profitieren. Informationen zum Projekt Handwerk innovativ und zukunftsorientiert sowie zu allen anderen Projekten und kostenlosen Beratungsangeboten der Handwerkskammer gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.